So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. Wir sind inzwischen im Seeland angekommen und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was uns in dieser Welt so erwartet. Was man gleich sehr offensichtlich sehen kann, es ist eine Wasserwelt. Ja, aber in diesem Spiel finde ich die Wasserwelten nicht so schlimm. Ihr werdet noch sehen, warum. Ja, aber die Wasserlevel sind definitiv nicht so schlimm wie in anderen Mario Games. Also finde ich. Denn es gibt eine Sache, die das Ganze angenehmer macht. Wie gesagt, werdet ihr noch sehen. Falls ihr es nicht wisst, möchte ich es noch nicht verraten. Aber ja. Ja gut, eigentlich, vielleicht sieht man es auch schon im Thumbnail. Ja. Ihr werdet noch sehen. Ihr werdet noch sehen. So. Erstmal hier ein paar Lila Coins sammeln, die man schon recht offensichtlich sehen kann, was Reißverschlüsse angeht. Stimmt, Reißverschlüsse gibt es, glaube ich, auch nur in dieser Welt, in diesem Land. Aber gut, ist dann ja auch eine Besonderheit von diesem Land. Und gegen Besonderheiten hat, denke ich, niemand was einzuwenden von uns. Ja. Besonderheiten soll es ja auch geben. Ich meine, jedes Land soll es ja nur einmal geben. Wäre ja blöd, wenn es irgendwie ein Land doppelt gäbe, sag ich mal. Gut, es gibt noch eine zweite Wasserwelt, aber die ist auch wieder anders. Werdet ihr auch noch sehen. Ist auch eine andere Wasserwelt. Es ist jetzt auch nicht eine zweite Version von dem hier, sag ich mal. Von dem her hat es das Spiel recht gut gemeistert. So, hier drüben ist auch noch ein Mond. Schatz im stacheligen Wassertunnel, genau. So. Und dann ist dort drüben der offizielle Weg dann wahrscheinlich. So. Wow, okay. So, gib mir erstmal das Herz, dass ich meine Luft auffüllen kann. Ja, Leute, hier seht ihr das, was ich meinte. Man kann Cheap Cheeps kapern und dadurch sind Unterwasserpassagen viel angenehmer. Denn der Cheap Cheep, der braucht keine Luft holen. Der kann auch recht schnell schwimmen, sage ich mal. Und von dem her, Unterwasserlevel sind in diesem Spiel viel angenehmer. Und zwar sehr viel angenehmer. Weil sonst unter Wasser, das war einfach nur nervig und mehr nicht. Mehr nicht. Ja, wir müssen hier Mondstücke sammeln, wie man schon unschwer erkennt. Wo sind denn noch welche? So. Ihr seht auch, wenn ich das schüttle, den Controller, da mache ich so eine Wirbelattacke. Jede Verwandlung hat ja eine Bonusfähigkeit, wenn man so will, wenn man den Controller schüttelt. Oder einen Zusatz oder wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es nennen soll. Aber ja, ist auch ganz cool, würde ich mal behaupten. Da oben ist noch eine Glaskugel. Da kriegen wir auch noch ein Mondstück her. Ah, komm, geh wieder ins Wasser. So, ein Mondstück fehlt uns noch. Dann haben wir schon alle. So, und das ist anscheinend hier drin. Genau. Prima. So. Und dann sammle ich hier noch die Münze ein und dann hier den Mond. Ist ja ganz klar. Mondstücke im See. Gut.
Warte mal, aber da hinten sehe ich noch weitere lilanen Münzen. Halt, könnte ich eigentlich auch die... Kann ich die eigentlich auch mit der... Nein, kann ich nicht. Okay. Aber so geht's ja auch. Ja, hier ist noch ein Reißverschluss, habe ich gesehen. Ja, hoppla. Was mache ich denn? So, was ist denn hier? Ein Bonusraum. Prima. Schaue ich gleich mal rein. Okay, ein Bonusraum auch mit diesen Reißverschlüssen. Habe ich nichts dagegen. Die Reißverschlüsse sind ein ganz cooles Feature, was ich finde. Ich mag die Reißverschlüsse, auch wenn es die nur in dieser Welt gibt. Oder in diesem Land, besser gesagt. Hier können wir übrigens rüber. Hier gibt es auch unsichtbare Plattformen, aber man kann auch mit einem Weitsprung und einem Cappy-Sprung hier rüber. Ist alles kein Problem. So, und hier gibt es auch noch einen geheimen Reißverschluss. Ihr seht schon. Zack. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Wir sterben ja. Oder auch doch nicht. Ja, hier war ein geheimer Mond. Der geheime Reißverschluss. Ist ein bisschen fies, weil man denkt, man stirbt. Zumindest denke ich, dass man das denkt. Habe ich zumindest gedacht, wo ich das Spiel privat gespielt habe. Und nein, was mache ich? Ich sterbe. Und dann war da doch nur ein geheimer Mond. Aber das zeichnet das Spiel ja auch so ein bisschen aus. Einfach ein bisschen rumprobieren und dann findet man auch schon raus, was es mit den ganzen Sachen auf sich hat. Das Spiel bestraft ja auch einen nicht so wirklich, wenn man mal Fehler macht. Gut, wenn man stirbt, verliert man 10 Münzen, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Ich denke, es ist tragischer, wenn man Leben verliert oder auch Game Over geht. Ja, ich finde, Odyssey macht einem das recht angenehm. Man kann viel rumexperimentieren, ohne dass man großartig bestraft wird. Und ja, die Reißverschlusskluft haben wir damit geschafft. Hier drüben geht's wieder raus. Genau, da kamen wir auch her. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal in dieser großen Glaskugel vorbei. Sieht ja auch ganz interessant aus. So. Okay, und die Kugel heißt wohl Aquagrund. Warte mal, aber hier ist ein recht tiefer Tunnel nach unten. Ich glaube, da müssen wir eine Cheep Cheep kapern, dass wir da runterkommen. So, komm her, lieber Cheep Cheep. Du bist ein ganz lieber, was? Ja, so. Und dann hier runter. Gut. Aha, sehr schlau von dir. Jetzt brauchst du keine Luft mehr holen. Richtig erkannt, Cappy. Deshalb habe ich es ja auch gemacht. Ne? Ist ja ganz klar. Wie Kloßbrühe. Ist hier hinten noch was? Nein, scheint nicht so. Aber hier ist Captain Toad, sehe ich. Captain Toad, ich bin's doch. Mario. Hallo. Ach, jetzt. Ich glaube, der hatte Angst vor dem Cheep-Cheep. Also, schwimmen mit Rucksack ist wirklich mehr als beschwerlich. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich hierher gekommen bin. Oh, aber dafür habe ich unterwegs diesen Mond entdeckt. Den schenke ich dir. Danke, Captain Toad. Mal wieder sehr nett von dir. Und, ja, mach mal schön dein, Zelt, dein Camping hier unter Wasser. Kann man auch mal machen. Habe ich auch nichts dagegen. Also ich will nicht mitmachen, aber gut, wenn das dein Hobby ist, unter Wasser zu campen, dann tu das, Captain Toad. So, hier sind noch ein paar Münzen. Was ist hier? Hier ist ein Raum, okay. Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau. Nimm dies als Belohnung. Danke.
Sehr nett von dir. Dieser Ort ist unser kleines Geheimnis. Alles klar. So. Okay. Und ist hier noch was? Ich schaue überall vorbei. Ich möchte ja nichts verpassen. Ne? So, wie kommen wir jetzt da hoch? Ach so, hier. Hier können wir ganz einfach da hochgehen. Okay, komm. So, häng dich da dran. Da habe ich noch lila Coins gesehen. Und dann. So. Aquagrund Schaufenster. Und hier ist auch schon der Crazy Cap Laden. Ich würde sagen, dann holen wir uns auch schon das Kostüm von hier. Nämlich ein Schwimmer-Outfit mit Schwimmbrille. So. Gut. Oh, schaut mal, Leute. Oh, guck mal. Eine Quietsche-Dory. Oh, das möchte ich haben. Und den Sticker nehme ich auch noch mit. Dann fehlt uns auch nur noch die Unterwasserkuppel als Souvenir. Gut. Holen wir dann wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Part. Ne? Wisst ihr Bescheid? Hier noch einen Zeelandmond. Genau. Wir kommen wieder recht gut voran, diesen Part. Wir haben jetzt wie viele Monde? 12. 12 Monde haben wir schon in diesem Part. Und das Mustermix-Outfit kaufe ich mir auch noch. Das ziehe ich noch nicht an. Irgendwann später ziehe ich das vielleicht mal an. Aber jetzt noch nicht. So. Vielleicht später. Aber dass wir es schon mal gekauft haben. So. Dann können wir wieder hier rausgehen. Ganz gechillt. Und. Ja. Da oben war noch was, ne? Da möchte ich gerade mal hin. Kannst du bitte ein Cheep-Cheep kapern? Danke, Cappy. Ja, da oben, wie gesagt, habe ich noch was gesehen. Hier, genau. Da können wir noch hoch. Zack. Okay. Und da drüben ist auch ein Mond. Den holen wir uns. Der ist ganz einfach am Ende dieses langen Tunnels. So. Am Ende des geheimen Tunnels. Okay. Alles klar. Ja. Geh mal da weg. So. Die Münzen sind jetzt mal egal. Und da oben sind noch lila Münzen. Moment. Okay, da waren nur Mini-Goombas drin. Aber egal. Oh, warte, da ist noch ein Checkpoint. Innenhof. Und was ist hier? Hier ist ein Portal ins Wüstenland. Alles klar. Ich glaube, wir kommen jetzt auf diese fliegende Insel, ne? Die haben wir schon mal von weitem gesehen. Und es lädt. Ja, tatsächlich, das ist die fliegende Insel. Wie gesagt, die haben wir schon mal von weitem gesehen. Ach ja, das Wüstenland ist schon ein recht cooles Land. Eins meiner Lieblingsländer. Für ein Lieblingsland genau habe ich mich noch nicht festgelegt. Aber es gehört zu meinen Lieblingsländern auf jeden Fall. Ja. Aber Leute, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder von diesem Part. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Aber ja, dann danke ich auch schon wieder fürs Zuschauen und tschüss.